Was kann man noch alles? Gehen wir hier mal lang. Sonnenblumenkerne. Kotze. Was ist das? Wer hat da denn hingekotzt? Das ist Müll. Nächstes Mal, wenn Jupido hier ist, soll er sauber machen. Sieht also hingekotzt. Gut. Dann ziehen wir mal das Karöttchen. Drücken wir mal A. Ich kann es nicht. Ja. Das ist ein Sticker bekommen. Nummer 200. Yay. Super. Jetzt kann ich bis nach oben klettern. Vorher ging das nicht. Da war die Karotte im Weg. Bin ich froh, dass sie weg ist. Und wir gucken mal diesen Sticker an. Ich kann es nicht, doch. Ansehen. So viele. 200, da ist er ja. Dieses kleine Ding. Aha, da sieht man sogar, wo die sind. Alles klar, 451. So, gehen wir auch mal nach oben. Sonnenblumenkerne. 18. Du spinnst ja. So. Was ist hier denn los? Nichts ist besser als ein ordentliches Mahl nach anstrengender Arbeit in den Bergen. Heute gibt es Sonnenblumenkerne mit Orangenaroma zum Mittag. Mama ist die beste Köchin überhaupt. Was? Habt ihr Orange gesagt? Mama kocht Sonnenblumenkerne mit Orangen vom Sonnenberg. Boss hatte recht. Die Sonne hat sich auf dem Sonnenberg in eine Orange verwandelt. Die Sonne verwandelt sich in eine Orange? Du hast aber was sehr Dummes gesagt. Wie recht. Sucht ihr nach einer Orange? Ich bin mir sicher, dass da ein Orangenbaum auf der anderen Seite. Seite des Flusses. Okay. Was ist das denn? Was sollen wir nur tun? Wir kommen nicht auf die andere Seite. Das heißt aber auch, dass Boss ebenfalls nicht auf die andere Seite gelangt ist. Vielleicht ist er gesprungen. Sehen wir nochmal nach. Auf geht's, Jungs! Auf geht's! Und keiner ist ins Wasser geplumpst. Mal sehen, ob wir das auf dem Pfoten-Dingsbums auch machen können, okay? Probieren wir es mal. You failed. Ohne Boss schaffen wir es nicht. So. Keine Orange hier. Ich höre die Stimme vom Boss. Was macht er da? Sieht aus wie ein... Sieht irgendwie pervers aus. Hört sich an, als ob einer oben am Baum ist. Oh, willkommen. Aber ich bin noch mit dem Aufbau beschäftigt. Na, zu dir wollte ich auch nicht. Geh weg. Da. Das sind Superhamster, die können einfach alles. Gehen wir hier mal lang? Nein. Hier kann man auch nicht lang. Was ist das da? Ein Hamham. Ta, Hamha. Wir hörten, dass hier irgendwo eine Orange sein soll. Du musst von mir sprechen. Hat mein Fell nicht einen schönen Orangeton? Wie es aussieht, haben wir uns getäuscht.
Wir suchen nach der Frucht Orange, nicht nach dir. Du Opfer. Oh, verstehe. Sie muss hier auf Sonnenberg sein. Aber wo kann sie nur sein? Okay, retten wir mal den Boss. Immer noch keine Orange in Sicht. Boss. Hey, Hamtaro. Ihr seid auch hier? Hast du eine Orange gefunden? Seinem Gesicht zu urteilen, hat er keine gefunden. Wenn wir zusammenarbeiten, kommen wir auf die andere Seite des Flusses. Das stimmt. Zusammen mit Boss können wir uns auf den Pfotenabdruck stellen und über den Fluss schwingen. Verstanden. Okay, mir nach. Er ist heruntergefallen. Lass uns unter hier gehen. Schönen Rückwärtsgang. Ja, das Schwänzchen sieht süß aus. Und gar nicht pervers, das kleine rosa Dingelchen. So. Und wieder ein Mordfall. Boss, komm zu dir. Hä? Warum schlafe ich hier? Boss, alles in Ordnung. Alles klar, total klar. Gehen wir, mir nach. Jawohl. Der Boss schließt sich an. Yay. Kann ich mit Boss spielen? Aber ich glaube, man kann auch irgendwie die Charaktere durchwechseln. Irgendwie ging das mal. Doch nicht. Nee. Egal. Ich bin Boss. Ich kann das. Bum, 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 bum. You win. Perfect. Hurra! So, du rosa Ding. Habt ihr schon von der Blume gehört, die Zukunft vorhersagt? Bei dieser Aufgabe muss man eine Blume pflücken, um mehr über die Zukunft zu erfahren. Liebt mich nicht, liebt mich nicht. Punkt, Punkt, Punkt. Liebt mich nicht, was mache ich jetzt bloß? Ah ja, verpiss dich. Das möchte ich probieren, ausprobieren. Blume, spring hinauf, achte auf die Biene. Bumm, nein. Nochmal. Nein. Ich bin zu doof. Jetzt. Du hast ein Sticker bekommen. 197. Yeah. Ich möchte etwas über Hamtaros und meine gemeinsame Zukunft erfahren. Lieb mich nicht. Lieb mich. Oh, Hamtaro. Bijou, was ist los mit dir? Du benimmst dich so komisch. Ich bin ja so froh, das zu hören. Sonnenblumenkerne. Yeah. Gehen wir hier weiter. Noch so ein Hamster-Ding. Sonnenblumenkerne. Bum, 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 bum. Tut mir leid, Leute. Ihr könnt gerade nicht auf diesen Baum. Meine Brüder sammeln Nüsse und wollen nicht gestört werden. Hier auf dem Berg kann man alles Mögliche finden. Okidoki. Da gehen wir zu dir. Wer hat die denn hier hingetan? Sie sind mir im Weg. Da komme ich nicht auf die andere Seite. Und über die Seerosenblätter zu laufen, ist einfach zu schwierig für mich. Ja, wie ging das nochmal? Hier, nee. Da hat er was dagegen. Blablabla, interessiert mich nicht. Ja, verpiss dich. Hier runter, genau. Das ist auch so eine Aufgabe, Dingeling. Hallöchen. Habt ihr schon von der Blume gehört? Blablabla. Blablabla, ja, blablabla. Und schon wieder vorweg. Egal.
eine Aufgabe. Habt ihr schon das Hammspiel Weg der Seerose probiert? Möchtet ihr wissen, was Hammspieler genau sind? Natürlich, dann stellt euch dort drüben auf. Ein Hammspiel ist ein Minispiel für Hamhams. Wow! Ein solches Schild zeigt an, wo man ein Hammspiel spielen kann. Geht ihr auf das Schild zu, wird der Name des Hammspiels Weg der Seerose 1 so angezeigt, damit ihr wisst, wann das Spiel anfängt. Nutzt L oder R, um ein Hammam für das Hammspiel auszuwählen. Dann drückt A. Probiert es aus. Ja, wir nehmen. Hammam freut sich. Boss. Keine Ahnung. Pichu hat weint. Den kenne ich gar nicht. Nehmen wir Hamtaro. Bleiben wir im Mainstream. Ich versuche es gern. Schön. Gut gemacht. Mir scheint, ihr habt es begriffen. Beobachtet die Reaktion jedes Hamhams, um den geeigneten herauszufinden. Verstanden? Oder soll ich es nochmal erklären? Nochmal. Nein. Von jedem Hamspiel erhaltet ihr eine Anleitung. Lest ihr Tipps und Spielanweisungen, bevor ihr es spielt. Sodale. Hamspielinfo. Steuerung. A zum nächsten Seerosenblatt laufen. Okay. Tipps. Rebo. Okay, jetzt kann er fliegen. Drück A, um von einem Seerosenblatt zum anderen zu laufen. Stolpere dabei nicht über die Frösche. Öffnet ein Frosch sein Maul, setzt er zum Sprung an. Das richtige Timing ist entscheidend. Wieso fliegt er nicht ins Regenbogenland, wenn er fliegen kann? Der ist doof. Zurück. Und spielen. Wie spielt man? So. So. Hamtaro. Ich versuche es mal. Start. Mal gucken, ob es was wird. So. Zack, 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 zack. Nein, 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 bin ich doof. Wie schade. Ich krieg irgendwas. Nochmal von vorne. Dick los. Jetzt ganz schnell. Warten. Ganz schnell. Ja! Geschafft. Ich krieg eine. Irgendwas bekomme ich. Sonnenblumenkerne. Wie komme ich dahin? Ach man. Was bist du denn? Was steht da? Da steht nix. Hallo Nassel. Ha, Hamha. Erschreck mich bitte nicht so. Es soll noch ein Hamham geben, der Bäume genauso liebt wie ich. Welcher Hamham kann das wohl sein? Ich hoffe, ich lerne ihn einmal kennen. Sonnenblumenkerne. Yay! Keine Ahnung, was man damit machen kann, aber ich sammle sie gern. So. Baumstämme sind auch überwunden. Noch eine Aufgabe. Schnapp die Orange. Steuerung A fangen. Und Tipps. Rebo, Flieg und Sieg. Fange die Orange mit Hilfe des Blattes auf. Drück A, wenn die Orange auf das Blatt landet. Du kannst sie auch fangen, wenn sie vom Blatt abgeprallt ist. Mal gucken, ob ich es gebacken kriege. Toll, seht mal da. Ui, Orange. Boss, endlich haben wir sie gefunden. Großartig, das ist eine Orange. Ich bin froh, dass wir sie endlich gefunden haben. Habe ich es nicht gesagt? Ich wusste es. Man kann eben immer auf mich zählen. Oder Bichu? Hä? Was sagst du, Hamtaro? Ich klettere auf den Baum, um die Orange zu pflücken.